Und dann können wir auch die Ivan-Mission fertig machen. Das mit den Krallen. Wer litt? Ich weiß. Ist die Krallenmission eigentlich noch da oder ist sie jetzt weg? Ich glaube, okay, vielleicht ist sie auch weg. Oder sie war noch nicht als Mission gelistet, weil wir halt noch nicht zu dem Typen hingegangen sind. So ein bisschen Spionage wäre aber halt auch nicht schlecht. Ja, dann muss ich entscheiden. So, ist jemand zu Hause? Jemand? Ach, jetzt? Wenn sie kocht, ne? Dann ist sie unaufmerksam. Wie dumm. Das dunkles Elex, das will ich. Was schleichst du hier herum? Ich habe gar nichts gemacht. Du brennst, du rauchst ein bisschen. Rauchen ist voll schädlich und so. Gut, ich wüsste auch echt nicht mehr, wo Skinny ist, also. Von Torhild scheint sehr zufrieden mit dir. Tilas weiß noch nicht. Okay, jetzt wo du einen Fürsprecher. Oh. Reds Loyalitätstest sozusagen. Stimmt, du brauchst auch noch aber was. Ich muss dich warnen. Der Test, den sich Red ausgedacht hat, würde zwar deine Loyalität zweifelsfrei beweisen, aber bis jetzt hat ihn noch niemand geschafft. Also mach dir nicht zu große Hoffnungen. Hm. Lass das mal meine Sorge sein. Deine Zuversicht in allen Ehren, aber hör dir erst mal an, was Red sich ausgedacht hat. Wie sieht dieser Test aus? Wie du weißt, ist das hier das ehemalige Lager der Outlaws. Und viele von ihnen haben sich uns angeschlossen. Aber nicht alle sind uns Berserkern wohlgesonnen. Dir ist vielleicht die Outlaw-Propaganda aufgefallen, die hier immer wieder auftaucht. Ja, ich habe mit Wolf darüber gesprochen. Ach. Okay, du warst also bereits bei Wolf. Gut, dann hat sich das erledigt. Kürzen wir das Ganze hier ab. Ich wollte dich sowieso zu ihm schicken. Hilf Wolf dabei, die Quelle dieser Propaganda ausfindig zu machen. Wenn du das getan hast, kann ich dich zu Red vorlassen. Okay. Shit. Krallen oder nicht krallen? Das ist hier die Frage. Oder wir machen halt echt mal die anderen Sachen. Weißt du was? Ich entscheide mich für den Lehrling. Holen wir den Lehrling zurück. Wir entscheiden uns gegen die Outlaws hier, in zumindest im Lehrlingsdebakel. Oh Gott. Okay, das Level-Up braucht noch ein bisschen. Das hat ja auch schon 1000 Weltenherzen. Ne? Das hier ist auch unbewacht. Wir sollten noch eigentlich. Sagt da was? Was sind das eigentlich für Dinger hier? Sehen irgendwie aus wie riesige Suppenschüsseln oder sowas. Was haben die sich damals dabei gedacht? Wer braucht einen Teller auf dem Dach? Kunst. Muss ich nicht verstehen. Oh, Kartenstück. So, Treibstoff. Na, eigentlich sollten wir echt irgendjemand sein. Nee, dann. Das Weltenherz ist dann wahrscheinlich unwichtig oder so. Okay.
gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, sich den Fraktionen anschließen zu können. Hier drüben war die Leiche. Ob sie sich damals genauso gegenseitig den Schädel eingeschlagen haben? Ups. Ein Dieb! Gut, töten sollen wir dich ja sowieso. Wahrscheinlich. Aber Zerstörung ist gestiegen. Das wollen wir nicht. Reden wir normal mit dir und looten dich halt danach. Wegen Marvin. Warte, wie sieht dein... Wie sieht dein Plan aus? Er muss sterben. Um seine Begleiter habe ich mich bereits gekümmert. Nur er ist mir entwischt. Pass auf. Vier Augen sehen mehr als zwei. Solltest du ihn aufspüren, jag ihm eine Kugel in den Kopf. Und seine Leiche? Um die kümmern sich die Raptoren. Also, hilfst du mir? Ja oder nein? Du verlangst ganz schön viel von mir. Ich morde nicht aus Vergnügen. Frag dich einfach, ob du dir die Alternative leisten kannst. Wir Outlaws können das nicht. Außerdem hängt vom Erfolg der Mission auch meine eigene Zukunft ab. Sich Baxters Anweisungen zu widersetzen, kann unangenehme Folgen haben. Gib mir Bescheid, wenn du einen Entschluss gefasst hast. Wo hast du ihn das letzte Mal gesehen? Schlag dich auf meine Seite, dann sag ich dir, was ich weiß. Das war gut. Ich kann es nicht zulassen. Ich kann nicht. Ich kann nicht zulassen, dass ihm etwas passiert. Du schlägst dich auf die falsche Seite. Ein Schaffer? Zerstörung ist unter 10. Steht fest. Oh, ja. Steh mir also besser nicht im Weg. Nur Stärke 20. Was muss ich zahlen, damit du verschwindest? Was muss ich zahlen, damit du verschwindest? Es steht mehr. Boah, ey, wir senken hier unsere Zerstörung aber richtig krass. Dein Vorhaben endet hier. Dein Vorhaben endet hier. Was? Hä, Moment. Also sollten wir das mit der Stärke machen? Halt. Halt. Warum ist das jetzt schon wieder nicht? Also, das senkt die Zerstörung. Also, wir sehen ja sowieso, sowieso unten in der Zerstörungsleiste. Ich glaube, ich werde privat spielen, da diese Zerstörung ganz hoch treiben. Was muss ich zahlen? Da passiert nichts und dann. Hast du es so eilig zu sterben? Wenn du mich nicht tötest, machen es die Kopfgeldjäger. Ich habe keine Wahl, kapier das doch. Ihnen kannst du entkommen. Mir nicht. Na schön, du lässt dich nicht überzeugen. Du glaubst, du bist im Recht, aber du irrst. Wer sich die Hände nicht schmutzig machen will, badet irgendwann selbst im Dreck. Koste deinen Sieg aus, solange du noch kannst. Ich verzieh mich. Oh, okay. Das war gut. Er geht einfach. Ja, okay, dann verfolgen wir dich einfach. Ach ja. Nichts. Ach cool. Ja, dann suchen wir den Typen. Oh, sucht er den Typen? Komm, wir kämpfen gemeinsam. Wir sind beste Freunde. Oh. Okay, das ging schnell. Hätte ich jetzt noch eine Attributsflasche, dann könnte ich die 6 Attributsdinger. Oh Gott, warte mal. Ich muss überlegen. Also, mit einer neuen Waffe könnten wir mit noch 3 Stärke hoch ausrüsten. Wir hätten 5 Attributspunkte-Dinger.
Wir hätten ja auch noch einen Trank des Kriegers beispielsweise. Aber später würde er mehr bringen, weil... Aua. Weil dann spart man sich später Attributspunkte. Das wäre halt auch nice. So, warte mal, ich sehe einen Gegner. Oh, und ich sehe einen weißen Punkt. Wir retten dich, Marvin! Lass doch mal jetzt den Jungen in Ruhe. Ich wollte nicht Marvin angreifen. Ja, du bist mehr ein Scheißer als ein Weißer. Easy. Kluge Entscheidung. Okay, Marvin, willst du Stress? Könnte ich auch noch schnell eliminieren, ne? Ach, verdammte Viecher. Fast hätte es mich erwischt. Aber wer bist du eigentlich? Du bist Tilas Lehrling, oder? Woher weißt du das? Hat er dich geschickt? Aber ich schlage vor, wir verschieben unsere Unterhaltung, ehe wir noch mehr Viehzeug anlocken. Hier entlang. Mein Versteck ist nicht weit. Halt die Augen offen. Die Ruhe kann trügerisch sein. Nur zur Schnellreise. Oh. Meins? Meins? Meins! Oh. Da sind wir. Entschuldige den Geruch. Aber find mal einen sicheren Ort, an dem du deine Notdurft verrichten kannst. Ja, in dem Haus von dem einen Berserker. Wir reden später weiter, Marvin. Das Elixier, das nehmen wir schon mal als Retterlohn. Gut, also. Wie lange verkriechst du dich schon hier? Ein paar Tage kommen da schon zusammen, unfreiwilligerweise. Eigentlich hätte ich längst im Fort sein sollen. Ich dachte schon, Tilas hat mich vergessen. Du hattest einen Verfolger, richtig? Korrekt. Nicht nur die Viecher haben es auf mich abgesehen. So ein Hundesohn von einem Outlaw hat meine Begleiter erschossen. Von dem Trupp, der Goliath verlassen hat, bin nur noch ich übrig. Der Kerl wollte wohl, dass auch bei mir die Lichter ausgehen. Also bin ich ab durch die Mitte. Jetzt lauert er irgendwo da draußen, während mir die Vorräte zur Neige gehen. Gut, aber du bist ja der wichtige NPC, also... Ja? Der ist übrigens gone. Er wird dir nicht mehr im Weg stehen. Heißt das, ich habe endlich freie Bahn? Exakt. Hoffentlich war sein Abgang schmerzhaft. Ist das wichtig? Ich habe noch nicht vergessen, was er mit meinen Begleitern angestellt hat. Aber du hast recht. Es bringt nichts, zurückzublicken. Das macht sie auch nicht mehr lebendig. Besser, ich begebe mich zum Fort. Soll ich dich begleiten? Nicht nötig. Ich muss unterwegs noch Ausschau nach ein paar Kräutern halten. Damit will ich dich nun wirklich nicht belästigen. Wenn du im Fort bist, besuch mich ruhig. Schätze, man wird mir eine Unterkunft bei den Heilern zuweisen. Dort findest du mich dann. Werd's mir merken. Alles klar. Bis später. Na, aber lebend ankommen. So, wir sind ein verdammter Heiliger. Erschaffend. Eieieiei. Coole Sache. Und dann heißt es ab zu Tilas. Und dem Bescheid geben.